Wir haben jemanden kennengelernt. Wir haben die Königin von den Niederlanden kennengelernt. Willi und Willi. Willi, der Kanadier, hier. Ottawa, Halifax, Quebec, Vancouver und so weiter. Und das ist das Reich von Willi. Tilburg. Tilburg wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ich weiß es gar nicht genau. Harlem, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam und so weiter und so fort. Und mit ihr, wir haben ja gerade mit ihr erst Kontakt aufgenommen. Ihr schicken wir auch sofort eine Delegation rüber. Ich weiß nicht, ob sie zuguckt. Ich glaube, Conny, ne? Ja, jetzt, wenn Conny jetzt, Conny ist, glaube ich, nicht im Stream und die wird das wahrscheinlich auf YouTube dann sehen. Du fühlst dich jetzt angesprochen, völlig zu Recht. Ich glaube, Conny heißt du, ne? Liebe Grüße an Conny. Conny gibt öfters interessante Kommentare auf YouTube und hat einen Tipp gegeben. Und jetzt bin ich gespannt, ob der klappt. Sie sagt, wenn sie selber mit der KI trifft, das Erste, was sie immer macht, ist eine Delegation schicken. Klar, wissen wir alle. Das Zweite ist, sie handelt eine strategische Ressource, eine symbolische. Und das würde ihr nachhaltig, das hätte sie oft ausprobiert, dazu führen, dass die Beziehungen verbessert sind mit der Fraktion. Ein Stück von irgendwas, was bei denen unterhalb dieser 40-Stück-Grenze ist. Also etwas, was sie wirklich haben wollen, was sie wirklich brauchen. Eins von irgendwas. Mal gucken, ob das... Liebe Grüße an dich, Conny. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich erwähne. Nein, und sie, da ist nichts. Ich kann... Sie hat alles im Überfluss. Connys Tipp ist nicht umsetzbar. Ja, dann beim nächsten Mal. Wir können aber schon mal checken. 10 Gold für offene Grenzen. Machen wir sofort. Das haben wir dicke und das ist gut. Hey, ich habe eine Idee. Erstmal machen wir das hier. Die hat doch nie und nimmer Zucker. Das ist ein fremder Kontinent. Ein Gold! Wie süßt du, liebe Willi, wie süßt du deinen Käsekuchen? Wie machst du das? Guckst du den süß an? Ist er dann gesüßt? Du brauchst doch Zucker für den Käsekuchen. Nein, ich habe keine Klischees über andere Nationen. Überhaupt nicht. Ich bin ein ganz differenzierter Charakter. Das gibt es ja gar nicht. Wir könnten es mal versuchen. Wir könnten versuchen, Connys Trick umzusetzen mit einem Einmal Gunst. Einmal Gunst. 11. 11. Vielleicht klappt das ja. Trick 17. Mal gucken, ob das klappt. So, dann schauen wir mal. Allianz mit Willi, Allianz mit Teddy. Ich weiß, ich verniedle dich ein bisschen. Mit Willi reden wir, mit der anderen Willi reden wir nachher nochmal. Monty, Philippi und unser Poundmaker und Patschi. Gott, wie furchtbar. Ich weiß, es ist ganz schrecklich, aber ich bin gerade, wenn ich Willi sehe, komme ich süß drauf, dann bin ich in so einer Verniedlichungsphase. Sägewerke Baubar, Terrakotta-Armee ignorieren wir. Technologiebaum öffnen. Nächster Schritt wäre, mehr Produktion durch Minenindustriegebiete bauen können. Beides gut und schön. Oder Armbrustschützen. Haben wir akut Krieg? Nein. Plänkler könnte uns irgendwo einen Gesandten bringen. In irgendeiner Stadt. Petra, ja, da hätten wir Plätze für. Mehr Fortbewegung für alle, mehrere Marineeinheiten, ja, aber die Aufklärung haben wir fast schon abgeschlossen der Welt. Wir sind gut informiert jetzt. Industriegebiet haut mich sofort vom Hocker und da haben wir Plätze markiert. Salpeter zu wissen, das wäre sehr relevant für den Bau unserer Städte. Das wäre sehr relevant für den. Dann müssen wir, wir suchen gerade viele Plätze aus für unsere neuen Siedlungen, dann können wir darauf achten, dass wir Salpeter bekommen. Das Aquädukt, durch das wir die Forschungszeit von 13 auf mutmaßlich, schätze 7 Runden verkürzen würden, haben wir in Kürze fertig. Hier entsteht ein Aquädukt. Hier, in 5 ist es fertig. Dann haben wir den Ausrichtungsbaum fertig und haben uns geholt, die öffentliche Verwaltung, Allianzen. Wir wollen die rote Karte holen mit den Annehmlichkeiten. Wir wollen in Richtung Handelsrepublik.
wegen cooler neuer Regierung, könnten darüber und brauchen die alle dafür. Das ginge zuerst, das wird uns auch einen weiteren Gouverneurstitel bringen. Errichtet 4 Handelswege wäre der Boost, der Bussier wäre ein Lager und ein extra Gesandter. Ist es realistisch, dass wir 4 Handelswege demnächst errichten? Nein. Brauchen wir den nächsten Gouverneurstitel sofort? Nein. Ich hole erstmal das und vielleicht schaffen wir das ja doch demnächst mit den 4 Handelswegen. Ich glaube nicht, aber es kann nicht schaden. Weil es sei denn, wir würden sagen, oh Gott, diesen vierten Gesandten, den vierten Titel, den würden wir sofort benutzen. Klar, für die Überschusslogistik, aber es entsteht in der Hauptstadt ja bereits. Die Ahnenhalle, die ist auch in 6 Runden fertig, die gibt uns den Titel, dann bekommen wir das. Nochmal einen Blick in die Gouverneurstitel. Das holen wir uns gleich. Das könnte was bringen, Überfluss. Brauchen wir aber nicht zwingend. Und Pingala. Mehr große Persönlichkeitspunkte. Ist das die Stadt mit den Pyramiden? Ich glaube ja, ne? Ja. Nein. Hier ist ja Pingala. Ich glaube nicht, dass hier große Persönlichkeitspunkte in halbwegs nennenswerter Anzahl produziert werden. Dann ging es höchstens in die Breite, dass wir vor Ort noch einen weiteren Gouverneur haben, den wir dort hinsetzen, damit er uns ein bisschen loyalitätsmäßig schützt. Aber ich wüsste nicht wo. Wir haben niemanden, der uns akut bedrückt. Wir könnten mal checken, ob Rena. Ja, und darüber könnt ihr Gold bekommen. Oder die doppelten Nachbarschaftsboni. Neue Geländefelder. Also ich sehe keinen zwingenden Grund, warum wir sofort einen weiteren Gouverneurstitel brauchen. Dann gehen wir mal über die Militärausbildung weiter. Wir können nochmal einen Gesandten schicken. Wann kommen die? Jetzt hätte ich Lust, die grüne Karte reinzupicken für die nächsten 3 Runden, dass der erste Gesandte doppelt zählt. Wenn wir das machen, dann könnten wir nämlich in 2 Städten, in den Nullerstädten, sofort 2 Gesandte bekommen. Hier ist nun der Bonus bildende Quartiere Rema aus. Hier ist der Bonus Handelsweg entsenden. Rapa Nui ist aber sehr weit weg. Die Quartiere Rema könnten wir uns nach reinen Küstenstadt sofort kaufen. Haben wir die? Ja. Wenn wir hier eine Quadrireme kaufen würden, würde uns das kosten? Wir können doch kein... Doch, 480. Das kann man sich leisten. Dann hätten wir auch einen Gesandten hier in dem Stadtstaat. Und dann hätten wir hier mit dem... Hätten wir sogar 4 und dann wären wir hier sogar Suzeränen. Und würden für jede große Persönlichkeit, die wir jemals verdient haben, 30% mehr bekommen. Dann wären wir hier sogar Suzerän in Antananarivo. Das liegt bei uns direkt vor der Tür. Das wäre nicht unpraktisch, das sage ich ganz offen. Das gibt auch nochmal Gunst und diverse Vorteile. Das könnten wir machen. Ich glaube, so machen wir das. Gucken, wir checken mal kurz die anderen Boni. Göttliches Recht, die Eingebung. Nanmadol halte ich noch für sehr hilfreich auf unserer Karte. Da wollte ich gerade gucken gehen. Eure Bezirke an- und neben Küsten- oder Seegeländefeldern bieten 2 Kultur. Im Augenblick haben wir kaum welche. Wir werden jetzt viele in der Nähe von Städten gründen. Und das gilt auch für Häfen. Wir haben viele Hafenbezirke markiert. Ich wollte gerade nachgucken gehen. Göttliches Recht, das ist der Tooltip. Was die Eingebung bedeutet. Die Eingebung für das göttliche Recht. Oh, ich bin im falschen Abteil. Das wäre, baut 2 Tempel. Bekommen wir nie und immer. Das bekommen wir nicht. Das wird nicht klappen. Wir könnten so einen Gesandten hinschicken. Der wird dann doppelt zählen. Und hier sind wir auch eher so zerrennen. Das könnten wir machen.
weil der Bonus hier vorne mit den Moai-Statuen, den brauchen wir eigentlich nur, wenn wir auf Kultursieg gehen. Und das werden wir nicht. Das heißt, wir könnten hier... Genau. Dann checken wir ein, dann machen wir hier einen Gesandten hin nach Antananarivo. Durch den Kauf der Quadrireme. Einen Gesandten setzen wir nach Nanmadol hin. Und beide verdoppeln sich. Und dann bekommen wir noch einen Gesandten in 4 Runden dazu. Und dann können wir zum Beispiel in Nanmadol zerrennen werden. Oder hier in Rapa Nui. Das können wir uns dann frei aussuchen. Das Erste, was wir machen, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt hier hingehen. Dass wir die Politik ändern und dass wir uns überlegen, brauchen wir die Produktionskarte für die Siedler noch. Hier vorne entsteht in 4 Runden, in 3 Runden entstehen Siedler. Brauchen wir noch. 4 und 3 Runden ist ein markanter Unterschied. Aber was dafür spricht, das jetzt zu machen, wann gründen wir die Stadt? Haben wir schon die Karte mit den Handwerkern, mit den Extra-Aktionen? Ja. Wenn wir innerhalb der nächsten 4 Runden die Städte hier gründen, wir haben ja die Ahnenhalle in 6 Runden fertig, dann bekommen wir einen gratis Handwerker. Die Militärausbildung kommt zu früh. Die kommt zu früh. Dann machen wir das so. Wir bauen die, wir erforschen die an und wechseln dann zwischendurch auf die andere Karte und puzzeln mal ein bisschen hin und her und versuchen das so zu timen, dass wir die Handwerkerproduktion, die Handwerkerkarte mit den Extraktionen, dass wir uns die dann haben, wenn die Ahnenhalle fertig ist und dass wir die Städte gleichzeitig gründen mit den Siedlern und die Siedlerkarte lassen wir erstmal dran. Irgendwas in der Art. Und die Gesandtenkarte lassen wir auch erstmal drin und puzzeln danach herum. So machen wir das. Ich hoffe, ihr konntet meinem Wirrengestammel folgen. Wenn nicht, tut mir leid. Ich hoffe, es hat geklappt. Wir puzzeln ein bisschen. Das ist das Fazit von diesem Wirrengestammel. Niemand konnte mir folgen. Matsuman, kannst du nicht wenigstens lügen und sagen, ich hab das gerade... Ich weiß, was du meinst, WB, oder zumindest ahne ich es. Ich kann es erahnen, was du meinst. Ja, oh, das ist so lieb von dir. Du bist der charmanteste und netteste Lügner, den ich kenne. In Texcoco passieren irgendwelche Unglücke. Ein Naturwunder entdeckt. Den Zingidur Dingsbums. Ein Zeitalterpunkt Geschichte nach der anderen. Unfassbar. Niederlande kennengelernt. Wie viele haben wir denn jetzt? 72. Nein! Nein! Das goldene Zeitalter jetzt schon erreicht. Alles, was wir ab jetzt an Zeitalterpunkten erzeugen, ist quasi verschenkt. Haufenweise Stammesdörfer entdeckt. Eieieiei. Das ist aber cool. Die können wir alle noch plündern. Super! Handelsweg entsenden, klar. Wir kommen aber so schnell nicht hin. Und die Quest hier, Eingebung für die Gilden, Preslav. Sehr, sehr spannend. Rapa Nui getroffen, okay. Willi getroffen, Preslav getroffen, Naturwunder. Galapagos-Inseln, wie süß. Mensch, haben wir viel aufgedeckt. Ausrichtungsbonus und haufenweise Stammesdörfer. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt ziehen wir das, jetzt markieren wir uns erstmal. Jetzt gucken wir mal, wo die liegen. Das ist weit weg, da kommen wir so schnell nicht hin. Da haben wir eine Einheit in der Nähe? Nee. Haben wir auch keine in der Nähe? Auch keine. Hat ja gar nichts gebracht.
Weiter Richtung links und Wasser, bitte. Weiter Richtung links und Wasser, bitte. Können wir hier mittlerweile durchziehen? Nein. Warum bewegt er sich? Ach so, weil eine Galeere da hinten ist. Verschanzt sich. Ein Mekka-Wapp wollten wir hier gründen. Jetzt ist das Geländefeld auch Teil unseres Reiches. Kahokia-Hügel bringt eine Annehmlichkeit, aber den können wir überall gründen, den Kahokia-Hügel. Ach, das können wir uns auch überlegen. Wir können auch sagen, statt Mekka-Wapp und plus 2 Produktion, jetzt den Kahokia-Hügel mit plus einer Annehmlichkeit. Das finde ich eigentlich noch besser. Wohnraumprobleme haben wir nämlich keine im Moment. Und den Mekka-Wapp-Hügel, pardon, den Kahokia-Hügel können wir überall setzen. Den können wir auch hier hinsetzen. Können wir auch setzen auf Schwemmland. Da oben können wir den hinsetzen. Und die Annehmlichkeit, das sollten wir machen, ein Bürger, den setzen wir hier hinten hin. Mit ihm können wir erkunden. Hier Stammesdörfer suchen und Erkundung machen. Komm. Sollen wir mit dem großen Propheten... Komm, wir versuchen mit dem großen Propheten die Stammesdörfer aufzudecken. Wir benutzen den als Scout. Das ist doch die Verschwendung pur. Wir schicken den großen Propheten los, um Stammesdörfer aufzudecken. Und den Leuten, das ist unser Missionar. Das ist unser Bonifatius. Wir haben keine Religion gegründet, aber wollen die Leute schon dazu bekehren. Das ist doch super cool. Die Idee finde ich ganz, ganz hinreißend. So machen wir das. Der hier... Der braucht einen Punkt, dann kann er sich befördern. Einen Punkt. Das sind 3 Hügel und Wald. Eins vor. Dann, der darf nicht auf den draufziehen und den angreifen. Darüber schafft er es nicht. Darüber könnte er ihn angreifen, deshalb kann ich mit ihm nicht wegziehen. Der bleibt hier mal stehen. Ah ne, der kann auch nicht. Das sind ja 2x4. Ja, dann können wir hier das trotzdem machen. Dann machen wir erstmal hier das hier fertig. Nochmal Zeitalterpunkte. Panscher, könntest du bitte die Zeitalterpunkte, die vergeuden wir alle, könntest du die bitte alle Zeitalterpunkte, die wir ab jetzt bekommen, im Chat verteilen? Als Souvenir? Kannst du auch verlosen, wenn Jawohl, du möchtest. Jawohl, WB. Das ist sehr lieb. Weil das ist doch. Ist das nicht ein reizendes Souvenir? Zeitalterpunkte mitzunehmen von dem Stream? Wir können nichts damit anfangen. Wir sind im goldenen Zeitalter fast schon drin. Wisst ihr, was ich mit ihm jetzt mache? Handwerker. Hetz! Hatz! Oh, wir sind. Wir müssen noch die Politikkarten machen. Siedler lassen wir drin. Wir wollten die grüne Karte nicht, aber. Was wir machen könnten, wäre plus 1 Produktion in allen Städten im Moment raus. Denn wir haben ja im Augenblick, wir gründen demnächst viele kleine Städte. Und mal zeitweilig die Annehmlichkeitenkarte rein in den Jokerplatz. Und die Siedlerkarte drin lassen. Falls uns das nach vorne peitscht. Und das würde es. Dann würden die 4 Städte wären dann statt glücklich begeistert und hätten einen Boost auf fast alles mit Ausnahme von Tiernahrung. Das wird es definitiv bringen. So machen wir das. Wir gehen hier rein. Wir nehmen die Siedler nach oben hin. Hoppla. Die kommen hier hin. Die Annehmlichkeitenkarte kommt hier hin. Drei begeistert immerhin schon mal. Dieser Chat, freuen die Leute im Chat sich, Panscher, über die Zeitalterpunkte? Na, selbstverständlich, obwohl Zeitarbeiterpunkte würden sich die Leute noch mehr freuen. Die bekomme ich vom Spiel nicht. Ich bekomme leider nur Zeitalterpunkte. Es tut mir von Herzen leid. Ist nicht drin.
Also es müssen da gar nicht mehr unbedingt weiter scouten. Ich würde sagen, falls ihr mal beim Barbarencamp spawnt, lassen wir den lieber in der Nähe der Siedler, die jetzt hier rüberziehen. Wisst ihr was, wir ziehen hier rüber und blocken schon mal die Geländefelder, dass man da Sicht drauf hat. Dann kann dort nämlich niemand entstehen. Hier an Land ziehen ist eigentlich Quatsch. Was machen wir mit dem jetzt? Wo sind denn die? Wo ist der Nächste? Die sind so weit weg von unseren Leuten. Und der große Prophet, der kann das gleich machen. Zurück. Warum kann er nicht... Achso, ist das Feld ja geblockt. Eine Runde aussetzen. Kann nur über Küste ziehen. Der hat ja schon alles aufgedeckt, der zieht auch zurück. Vielleicht hier oben hin und gucken, was da ist. Ja, das ist da unser Super Scout hier. Er kann hier oben. Da oben war doch ein Stammesdorf. Da kann er hin. Das kann er sich holen. Ja, das machen wir. Da oben hin bitte mit dem Scout. Handwerker. Zwei Aktionen, dann ist er schon wertvoll. Trotzdem, kommt er da nicht hin? Die ganze Küste lang. Dann ist das halt so. Wieder Retour und immer weitermachen. Haben wir irgendwas vergessen? Ich denke nicht, ne? Gold sparen wir für was weiß ich was. Ich bin eigentlich kein Freund vom Sparen, aber das machen wir so. Anhalle ist eingestellt, alles okay. Sie, Gouverneur an der richtigen Stelle, Gouverneurstitel keine zum Raushauen, das passt auch alles. Siegler entsteht, alles gut, eine Runde weiter. Kanada stößt auf ein Naturwunder. Und? Na? Der Speer greift uns an, geht drauf. Wie schade, ich hätte mir gerne die Beförderung hier noch geholt. Die ist dann futsch. Armer, wir befreien den. Der war mal unserer und wurde dann von den Barbaren gekidnappt. Den haben wir befreit. Können wir stolz drauf sein. Zurück in die Stadt. Annehmlichkeiten und Heilung. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Was bekommen wir jetzt hier? Ein Handwerker? Nein. Ein Gratis-Handwerker? Cool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der sofort was machen kann. Nun ist doch erstmal hier alles mögliche. Annehmlichkeiten. Haben wir Diamanten schon? Wisst ihr, was mir gerade aufgeht? Matsumen und Co. und Chat. Sollten wir nicht sagen, wir gründen jetzt viele Städte und bekommen die Gratis-Handwerker. Sollten wir nicht vorher ganz viele Handwerker herstellen? Weil die Gründung der Gratis-Handwerker, also dass wir die geschenkt bekommen, treibt ja die Kosten so maßlos hoch. Sollte nicht eigentlich jetzt vorher ganz viele Handwerker herstellen? Darüber habe ich so auch noch nie nachgedacht, aber es klingt sehr logisch, muss ich sagen. Wenn die Siedler fertig sind, dann stellen wir danach mal Handwerker ein. Ich packe die hier schon mal rein, die Handwerker. Wobei, wir wollten ja auch die Handelszentren fertigstellen, damit wir den Boost bekommen bei der Erforschung von Mittelaltermärkten. Man kann mal wieder nicht alles haben. Wir spielen erstmal weiter. Ein Welthundert wurde fertiggestellt. Chichen Itza. Was soll's. Mit dem Handwerker haben wir Diamanten oder nicht. Ressourcen.
Alle ausblenden, Diamanten. Nein. Dann haben wir gleich welche. Aber wir wollen ja auch schnell einen weiteren Bürger haben. Nahrungswachstum, Katastrophe. Deshalb machen wir als erstes hier einmal Fischerboot. Mal schneller einen ersten Bürger. Packen ihn hier drauf. Haben wir in 3 Runden einen weiteren. Hier oben geht's zurück. Oh, hier hätten wir auch noch was aufdecken können. Habe ich nicht dran gedacht. Einmal wassern bitte. Einmal wassern bitte. Hier wollten wir oben mal gucken gehen mit unserem großen Propheten. Leckereien. Köstlich. Jetzt können wir hier wieder an Land gehen. Hier wollten wir oben mal ein bisschen gucken gehen, was hier so alles ist. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ist das eine Brücke? Ist das eine im Wasser schwimmende Brücke? Ja, ne? Die Brücke schwimmt im Wasser. Also das ist mir ein bisschen, das ist aber sehr, sehr mystisch hier. Ich habe schon wieder so einen Gänsehauteffekt, so wie eben. Erinnert ihr euch? Mit den Zombie-Handwerkern. Ja, hier erleben wir echt Dinge hier, ne? Ist das Atlantis? Ist das das Untergegangene, oder ist das das untergegangene Norwegen? Leute, mal im Ernst. Waren hier die Norweger? Ist das ein Rest von Norwegen? Oder, wie Lady B im Chat fragt, ist das ein Vorgeschmack auf die 3 halb realistischen neuen Naturwunder, die der Maya und Großkolumbien-Pack bringt? Wir bauen erstmal einen Kahuka-Hügel. Gewährt auch einen Wohnraum und eine Annehmlichkeit. Ich dachte, der bringt eine Annehmlichkeit. Bringt er etwa beides? Eine Annehmlichkeit. Achso, das. Warum steht denn hier gewährt einen Wohnraum? Wo ist mein Denkfehler gerade? Kahuka-Hügel geben eine Annehmlichkeit. Wenn bringt einen Wohnraum auch. Okay, alles klar. Ich dachte, was ist denn jetzt schon los? Also ein Kahuka-Hügel hier hin. Und eine Annehmlichkeit. Schon fühle ich mich zurückversetzt ins Ungarn-Let's Play. Wenn wir die kaufen würden, unserer Handwerker, nur 360. Vielleicht machen wir nachher eine Kaufrunde. Leichter Vulkanausbruch. Ab ins Wasser. Jetzt müssen wir aufpassen. Militärausbildung, ein Gesandter. Wir wollten in 4 Runden die Ahnenhalle. Genau, es ging um die Handwerkergeschichte und wann wir die Karte einstellen. Die Siedlerkarte brauchen wir immer noch. Stellen mal um auf die Mittelaltermärkte. Oh nein, ich wollte in die andere Richtung. Ich war gerade nur drüber nachdenken. Oh, jetzt kommen wir hier nicht durch. Ich mache mich nicht fertig, Leute. Handwerker. Fisch da, ab ins Wasser. 3 Aktionen hierhin und Diamanten. Hier rüber und ein Minimum an Erkundung. Mal gucken gehen, was hier ist. Da
Was gibt's hier Spannendes? Nix. Eine Runde weiter. Jetzt haben wir gleich neue Siedler. Boah, aber viel Geld. Niederlande senden... Ah, lieb, das ist lieb von Willi. Die Niederlande senden euch Grüße und Gaben, Holzschuhe, Käse und leckeres Troppwaffeln. Wissen alle, was Troppwaffeln sind? Das sind von Sirup triefende Waffeln. Ach Gott, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Boah. Oh, ich kann kaum weiter reden. Boah, das ist so krass. Das sind natürlich die Plombenzieher par excellence. Gott, ich krieg gerade... Boah, ich habe totalen Kohldampf plötzlich aufs Tropwaffeln. Das Spiel quält einen. Welche Qual. Welche Quale man ja leidet bei Civ 6 manchmal. Gathering Storm, das sind... Als das Add-on eingeführt worden ist, hat man uns gewarnt, das Spiel bringt Naturkatastrophen mit sich. Ein knurrender Magen und vor allem Zähne, die mit Nahrung gezogen werden, das sind Nahrungskatastrophen, wenn nicht gar Naturkatastrophen.